Sie schon einen Roboter benötigen, legen Sie sich nie mit ihm an. Streiten Sie nicht mit ihm. Niemals. Und denken Sie an einen. Fühlen Sie sich ihm niemals überlegen. Niemals. Und wenn doch, versuchen Sie nie, es ihm zu beweisen. Sie landen sonst in Teufels Küche. Oder, so wie ich, auf einem trostlosen Wüstenplaneten. Das Problem schien, dass ich diesem Lord Trexen nicht trauen durfte. Ich wusste nur, dass er einzig an unserem Schiff interessiert war, weil sie ihm technisch weit voraus schien.
erschien uns in seiner vermutlichen Intrige eine wichtige Rolle zugeteilt zu haben. Nur welche? Ich wünschte, wir wären ihm nicht begegnet. Ha 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 ha.
Sich lange im offenen Land aufzuhalten, erschien mir zu gefährlich. Auch würden die Widerstandskämpfer nur in der Stadt von uns erfahren und Kontakt aufnehmen. So beschlossen wir, die Außenbezirke aufzunehmen. Doch Flugzeuge suchten schon nach uns. Die Straßen erschienen uns vollkommen aufgegeben. Auch waren sie weitgehend menschenleer, was uns nur zugutekommen konnte. Langsam überkamen mich Zweifel. Es wurde nötig, sich erst einmal zu verstecken. Bye.
Offenbar suchte man sehr gezielt nach uns. Der Mina hatte recht. Es wurde höchste Zeit. Thank you.
Grätzen klang aufrichtig und engagiert. Aber ich traute ihm nach wie vor nicht. Wieso hat er in seiner Position bisher nicht mehr erreicht? Welches Spiel spielte er? Von wem stammten diese Mikrofone? Ließ Ford uns überwachen? Doch dann wären die Patrioten längst verhaftet worden. Aber wenn nicht, wenn das alles auf üble Art zusammenhing, warum versuchte Drexen, der Hauptrebell, uns unbedingt in seine Pläne hineinzuziehen? Feststand, dieser Mann verschwieg etwas und er war gefährlich. Sehr gefährlich sogar.